Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, das ist jetzt das nächste Modul von Sir Percival Spork von Less DIY. Und wir haben hier Modul H2 und Modul H3. Warum zeige ich die beiden zusammen? Das sehen wir nach dem Intro. Erstens wäre dieses Modul relativ wenig zu zeigen für ein Video und diese beiden gehören irgendwie dann doch zusammen. Also klar gehört die ganze Burg zusammen, aber hier finde ich, ist das so, dass das wirklich schon ja ein Teil ist, den man hier zusammen zeigen sollte. Demnach gehen wir einmal in das erste Modul hier rein und zwar haben wir da diese kleine Treppe. Die ist wirklich ganz nice. Wir haben hier an der Seite so ein paar Fähnchen, wir haben ein paar Fackeln, wir haben diese Treppe, die nach oben geht und das Ganze relativ ja, easy gebaut. Und trotzdem hat Spaß gemacht zu bauen, das muss man auch sagen. Schönes Ding und jetzt schauen wir uns das an, wo das Teil dazugehört. Und das ist diese große linke Mauer, wird sie glaube ich genannt, oder linke Burgmauer. So sieht sie von der einen Seite aus. Und so sieht das Ganze von der anderen Seite aus. Da haben wir noch ein bisschen Verzierung dran mit so Blumenranken und wir haben hier so einen Durchgang und das Ganze sieht dann so aus, wenn wir das komplettieren. Man baut nämlich das Ganze hier so dran, schiebt es drunter, klickt das Ganze hier oben ein und auch das wird dann hier befestigt. Dann schwebt das Ganze ein bisschen. Das werde ich gleich sehen, wie es unten auf der Anlage dann auf der ganzen Baseplate sich anfügt, aber so sieht das ganze Teil dann komplettiert aus und das ist, denke ich mal, ganz nett. Wir schauen uns das natürlich gleich nochmal unten an. Jetzt nochmal die Ansicht von oben. Das sind ganz schön große Teile, deswegen ist das halt schwierig zu zeigen. Alles schön gefliest und so sieht das Ganze natürlich dann in der kompletten Ansicht aus. Ich denke mal, da kann man nicht meckern. Schön gemachtes Teil, sehr massiv, sehr schwer, also die Burg wird richtig schwer, da hat man jetzt schon ordentlich Gewicht. Ja, was soll ich jetzt noch lange rum erzählen? Ich weiß nicht, ob ich schon wieder erwähnt habe oder vergessen habe, für alle Neueinsteiger, das Ganze bekommt ihr bei Less DIY. In meiner Videobeschreibung findet ihr den Link und auch einen 20% Code, den ihr bei Less DIY einlösen könnt, wenn ihr ein bisschen sparen wollt. Und da könnt ihr das Set in Modulen einzeln erwerben oder halt einmal als komplettes Set. Also ihr könnt euch aussuchen, ob ihr Stück für Stück abstottern möchtet oder ob ihr das Ganze als komplettes Set euch kauft. Das ist euch freigestellt. Ist natürlich einfacher wahrscheinlich in kleinen Modulen, weil man halt so viel Geld fürs ganze Set vielleicht nicht immer so mal eben liegen hat. Die Bauanleitung ist natürlich in digitaler Form dabei. Im Deckel von dem Karton ist immer ein QR-Code, den scannt ihr und dann könnt ihr die Anleitung downloaden übers Handy und könnt sie dann auf den Laptop ziehen oder wo auch immer ihr dann die Anleitung haben möchtet. Relativ easy, ähnlich bekannt ja auch von Blue Bricks. So, jetzt gehen wir auf die Anlage und bauen das Teil da an. Jupp, und Teil 2 und 3 sind befestigt. Ich mache mir jetzt schon ein bisschen Sorgen bezüglich der Spannung. Ich habe das ja hier schon erwähnt. Ich hatte hier beim Zusammenmachen relativ viele Spannungen auf diesen Außenparts, nachdem ich die vierte Base oder die letzte Base angebracht habe. Das Ganze ist jetzt hier nicht viel besser, wenn ich das drauf drücke. Ich bin mal gespannt, wenn ich da hinten angekommen bin, ob das alles noch so passt. Also das bleibt spannend und macht mir jetzt in den ersten Momenten ein bisschen Sorge und Angst, aber ich denke mal, man bekommt es hin. Was ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz weiß, ist, warum der ganze Treppenteil schwebt. Ich befürchte, da kommt noch Fußboden drunter. Ich bin nur gespannt, wie das ist, wenn man den Boden drunter schieben muss und die Treppe schon drin hat, ob man alles wieder auseinanderbauen muss, dann den Boden reinschiebt, dann die Treppe befestigt. Ist auf jeden Fall ja nicht ohne und bleibt spannend. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles gut sehen. Ich werde euch das, wenn das vierte Modul von der Burg dran ist, ich werde das jetzt auch immer in vierer Modulen dann zeigen. Also am Ende nochmal, zeige ich euch das Ganze nochmal von allen Seiten. Also jetzt definitiv nur einmal so, da seht ihr, wie das Ganze aussieht. Es ist alles angebaut und das sieht
soweit gut aus und passt Gott sei Dank auch. Ist schon cool, wenn man sieht, wie sich die ganzen Burgteile jetzt auch dann mit der Base verbinden und diese Übergänge, die man da gebaut hat, irgendwie dann Sinn ergeben. Also es ist schon wirklich richtig beeindruckend und sieht auch jetzt schon mega beeindruckend aus. Ich meine, guckt euch das an. Es ist nur ein Teil der Burg bisher zu sehen und es sieht wirklich so cool aus. Das wird, ja, bleibt spannend und ist spannend. Ich bin begeistert. Ich hoffe nur, ich bleibe begeistert, weil diese Spannung machen mir ein bisschen Sorgen. Das könnte am Ende noch wirklich ein kniffliger Part werden. Aber wir werden sehen, ich werfe die Flinte nicht ins Korn, sondern wir werden dranbleiben und ich werde das Ding hier hoffentlich am Ende auf dem Tisch stehen haben und sonst finde ich bestimmt irgendeinen Kompromiss, um die Spannung zu lösen. So, jetzt bin ich durch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar und ein Abo natürlich, würde mich tierisch freuen. Und auch da nochmal sei erwähnt, mein Zweitkanal, die Toystube, ist immer noch auf dem Weg zu 1000 Abonnenten. Es fehlt nicht mehr viel, deswegen würde ich mich auch über jeden freuen, der da mal rüber geht und einfach mal auf den Abo-Button haut. Das wäre wirklich super, super lieb. Ihr würdet mir sehr, sehr helfen und ja, wäre cool, wenn ihr da mal vorbeischaut. So, jetzt genug Werbung in eigener Sache. Also, ich bin raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.